Wir sind in den Versen 23 bis 28 in Kapitel 24, wo Jesus zweimal vor Irrleitung warnt. Eine zweifache Warnung vor Irrleitung. Eine erste in Vers 23 oder in dem Abschnitt 23 bis 25. Glaubt es nicht. Dieselbe Warnung in 26 bis 28. Glaubt es nicht. Dort ruft er auf: Wenn sie also zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Räumen, so glaubt es nicht. Dieser Aufruf wird nun begründet. Denn gleich wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis in den Westen scheint, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und gleich begründet er den Aufruf von Vers 26 wieder, beziehungsweise, es könnte auch, nein, Vers 28 begründet wohl Vers 27, Entschuldigung. Denn wo immer der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Zu den Begriffen Leichnam und Geier hatte ich schon anlässlich Lukas 17 etwas gesagt. Leichnam ist besser als Aas. Aas ist in diesem Fall unrichtig. Adler ist ebenfalls unrichtig. Sondern es sollte sich um Geier handeln. Aber zur Bedeutung hatte ich auch etwas gesagt. Dieses Sprichwortes, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Doch möchte ich ein wenig ausführlicher werden hier. Ich wiederhole also einiges, was ich schon vorhin sagte. Erstens, bei den Gefallenen, das heißt bei den Toten, Leichnam übersetzt ein Wort, das Gefallener bedeutet oder Umgefallener. Also im Tode umgekippt. Bei den Gefallenen, das heißt den Toten, scheint es sich um solche zu handeln, die nicht der Bestattung würdig sind, beziehungsweise nicht bestattet werden können, denn die Vögel kommen. Da es sich offensichtlich um ein Bild handelt, zweitens, da es sich offensichtlich um ein Bild handelt, denken wir an solche, die wegen ihrer Lebensweise im Tode nicht geehrt werden dürfen auf diese Weise. Drittens, dort also, wo solche Tote sind, da kommt der Verzehrer, der Geier in Anführungsstrichen, das heißt das Gericht. Viertens, und wo ist das? Rund um die Welt. Was mit Jesu anderen Aussagen über sein Kommen übereinstimmt. Sein Kommen wird ein weltweites zum Gericht sein. Fünftens, die Verse 26 bis 28 bilden einen durchgehenden Satz. Vers 26, wenn sie also zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe in den Räumen, so glaubt es nicht, denn, vor einem denn sollte nicht ein Punkt stehen, denn sollte immer klein geschrieben werden, weil es eine Begründung innerhalb eines Satzes ist. Vers 27, denn, Begründung also für 26, gleich wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis in den Westen scheint, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn, Vers 28, wo immer auch die Leiche ist, da sammeln sich die Geier. In diesem einen Satz
kommt das Begründungswort denn zweimal vor. Vers 26 wird also von Vers 27 begründet, Vers 27 wiederum von Vers 28. Warum soll man nicht der Einladung folgen, in die Wüste zu gehen oder in die Räume? Jesus erklärt, warum nicht? Vers 27. Das Kommen des Menschensohnes wird nicht an nur einem Ort wahrzunehmen sein. Deshalb, er kommt also nicht an einen bestimmten Ort. Deshalb soll man nicht dorthin laufen, wo er an einem Ort sein soll, wo man zu einem Ort einlädt. Und warum wird es nicht an einem, nur einem Ort sein, sondern weltweit? Warum wird es weltweit wahrzunehmen sein? Vers 28 gibt die Begründung. Wo die Leiche, da der Geier. Offenbar wird der Leichenzustand, der Todeszustand, weltweit sein. Die Zeit also erfüllt, der Eingriff des Himmels notwendig geworden sein. Das erinnert an Offenbarung 19, wie schon damals gesagt. Die in Vers 26 Rufenden, wenn sie also zu euch sagen, siehe, siehe, diese, die da rufen, die irren sich nicht nur punkto, wie der Messias kommt. Sie irren sich eben auch im Punkt Zweck seines Kommens, warum er kommt. Denn die sie in Vers 26, wenn sie rufen, dieses Wort sie, diese Personen, in Vers 26 stehen den euch kurz danach gegenüber. Wenn sie euch rufen oder zu euch sagen, das sind zwei verschiedene Lager. Sie irren sich, Punkt Zweck seines Kommens, denn für sie kommt der Menschensohn gar nicht. Das heißt, nicht zum Heil. Er kommt für sie nicht zum Heil, sondern er kommt zum Unheil für sie. Denn sie haben kein Leben wie die Jünger, das der Rettung bedürfte. Sie sind Leiche. Leichen. Wie wertlos Menschen ohne Gott sind, zeigt gerade der erwähnte Abschnitt in Offenbarung 19. Dort lese ich ab Vers 17. Und ich sah einen Engel, einen, der stand in der Sonne. Mit großer Stimme rief er und sagte zu allen Vögeln, die in der Luft fliegen, kommt und sammelt euch zum Mahl des großen Gottes, damit ihr fressen mögt Fleisch von Königen, große Männer hier auf Erden, im Tode Vogelfraß. So wertlos sind wir ohne Jesus. Fleisch von Königen und Fleisch von Befehlshabern und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die sie reiten, und Fleisch von allen, von Freien und von Leibeigenen, von Geringen und Großen. Wir sind wertlos ohne das neue Leben, das der Messias bringt. Das Kommen des Messias Jesus ist also nicht nur für die Seinen zu Richtende, das heißt die, die zu richten sind, und die, die zu retten sind. Diese leben zuvor miteinander. Einer wird genommen, gerettet, der andere gelassen, gerichtet. Dort, wo der Messias als verzehrender Geier kommt, da wird er auch die Treuen in Sicherheit bringen. Er kommt zu beiden zugleich. Ungefähr um dieselbe Zeit. Dass Gericht und Rettung beieinander liegen in der Wiederkunft des Herrn, deutet auch Paulus an in 1. Thessalonicher 5. Was die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr habt genaue Kenntnis, ihr wisst selbst, dass der Tag des Herrn so kommt,
wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau, und sie werden auf keinen Fall entfliehen. Aber ihr, Brüder, seid nicht der der Dunkelheit, sodass der Tag, welcher Tag? Nun, schlagt auf 1. Thessalonicher 5, dann habt ihr es vor euch. Dies ist eine sehr wichtige Stelle. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 4. Noch einmal Vers 1. Was die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde? Denn ihr habt genaue Kenntnis, ihr wisst selbst, dass der Tag des Herrn, ein Ausdruck, den er ebenfalls in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, gebrauchen wird, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau, und sie werden auf keinen Fall entfliehen, das ist Gericht. Aber ihr, Brüder, seid nicht in der Dunkelheit, sodass der Tag, welcher Tag? Der Tag des Herrn. Dass der Tag des Herrn, euch wie ein Dieb überfalle. Wie kommt der Tag des Herrn für die Brüder, für die Gläubigen? Wie ein Tag der Rettung. Sie sind nicht in der Dunkelheit. Sie wandeln im Licht, obwohl sie mit Ungläubigen leben. Die leben in der Dunkelheit, sie leben im Licht. Zur gleichen Zeit, für die einen kommt der Herr zum Gericht, für die anderen zur Rettung. Jünger Jesu sind also mit Vers 28 in Matthäus 24 indirekter Weise aufgerufen, in einer leblosen Gesellschaft ihr von Gott geschenktes Leben zu bewahren, damit ihr Herr ihnen zur Rettung und nicht zum Gericht kommt. Wir kommen nun zu einem neuen Abschnitt, in Versen 29 bis 31. Und jetzt sind wir bei klein c Doppelpunkt. Klein c Doppelpunkt. Wir hatten unter klein b diesen kurzen Zeitabschnitt das Ende betrachtet oder die Endzeit. Jetzt sind wir beim Kommen des Sohnes des Menschen. In den Versen 29 bis 31 haben wir das Thema, der Sohn des Menschen kommt. Warum heißt er Sohn des Menschen? Weil er von einem Menschen geboren wurde. Warum heißt er Sohn Gottes? Weil er von Gott geboren wurde. Lukas 1. Derselbe wird von Gott und von Menschen geboren, heißt zu gleicher Zeit Sohn Gottes und Sohn des Menschen. Sohn des Menschen, weil er Gott unter Menschen ist und der Messias. Nur der Messias heißt, bekommt diese besondere Bezeichnung, obwohl Ezechiel auch so genannt wird, aber in einem anderen Zeichen. Erstens die Vorzeichen, Vers 29, die Vorzeichen des Kommens des Menschensohnes. Sofort nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verdunkelt werden und der Mond wird sein Licht nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden geschüttelt werden. Das sind Vorzeichen, die geschehen, die eintreten. Und dann in Vers 30 haben wir das eigentliche Erscheinen. Und dann wird offenbar werden das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und sie werden schauen den Sohn des Menschen, den Kommenden auf den Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit.
Was ist das Zeichen in Vers 30 Anfang? Dann wird offenbar werden das Zeichen des Menschensohnes. Wir haben hier den Westphal. Und im Griechischen kann der Westphal verschieden aufgefasst werden. Ich kann hierbei ein wenig stehen bleiben, dann ist es wertvoll, sich damit zu befassen. Wie viele, es würde mich interessieren, wie viele Übersetzungen haben wir hier? Wer hat Luther? Wer der Luther hat, hat die alte. Und wer hat die 84? 84 ist die neuere. Wer hat nicht 84? Was haben Sie? 1912? Und andere haben 84er. Hat jemand 76 oder wie, wann das war? Naja, das macht nicht. Wer hat Menge? Niemand? Wer hat Elberfelder alt? Alte Elberfelder? Niemand? Alle neue Elberfelder? Neue Elberfelder? Einige. Wer hat die russische? Synodale? Oder irgendeine russische? Keiner? Wie? Ein Zimmer, ja. Welche habt ihr noch? Schlachter? Neue oder alte? Kann vielleicht den Umschlag sehen? Umschlag? Wie sieht es von außen aus? Das ist die alte. Ja. Ja, das ist diese. Wie bitte? Ja. Keine anderen? Gut. Jetzt wollen wir einmal aufschlagen. Galater 2, 20 und 21. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben. Und dann folgt eine Präposition. Im eben Gelesenen ist diese Präposition an den Sohn Gottes. Hat jemand hier eine andere Präposition? Habt ihr alle an? Das lebe ich, bitte. Ich kann nicht. Ah, meine. Entschuldigung, danke. Das auch an, ja? Oder hat jemand keine Präposition, sondern den Westphal? Des. Wer hat des? Doch ein, die alte Luther-Übersetzung, ja. Das ist jetzt den Fall übersetzt, im Glauben des Sohnes Gottes. Aber im Deutschen ist das leider irreführend. Es ist zwar eine Möglichkeit, das zu übersetzen, aber der Westphal im Griechischen bedeutet nicht immer den Besitz an, sondern auch die Richtung. Und in diesem Fall geht es nicht um Jesu Glauben oder den Glauben des Sohnes Gottes, sondern den Glauben an ihn. Wir haben einige solche Stellen und einige haben leider eine Lehre daraus gemacht, dass wir im Glauben Jesu, das heißt sein Glaube in uns, was nicht allzu, es stimmt in einem gewissen Sinne, dass er wirkt den Glauben in uns, aber es sind dennoch wir, die aufgefordert werden zu glauben. Der Heilige Geist bewirkt die Frucht des Glaubens, aber es ist unser Glaube. Und in diesem Fall haben wir eine Möglichkeit, den Westphal zu übersetzen, nämlich mit dem Akkusativ an den Sohn Gottes. Manchmal können wir es anders übersetzen, um diese Formulierung jetzt als Beispiel zu gebrauchen, das wäre hier unmöglich. Aber nur zum Verdeutlichen, das lebe ich im Glauben, das heißt, im Sohne Gottes. Das heißt Identifizierung, das eine ist das andere. Und diese Frage haben wir hier
hier in Matthäus 24, dann wird offenbar werden, das Zeichen des Menschensohnes. Ist es das Zeichen, das dem Menschensohn gehört, oder ist es der Menschensohn selbst? Das wäre vom Griechischen her möglich. Man könnte übersetzen, dann wird offenbar werden, das Zeichen, sprich der Menschensohn. Er ist das Zeichen. Wir wissen nicht, was hier gemeint ist. Möglicherweise haben wir hier diese Identifizierung. Das liegt sehr nahe. Denn Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Ja. Und dieses Mal kommt er in Herrlichkeit. Was das Zeichen also ist, wissen wir nicht genau. Die helle Herrlichkeit des Menschensohnes am finsteren Himmel, das ist sehr gut möglich. Das heißt, zuerst wird die große Herrlichkeit gesehen und der Menschensohn kommt, dessen Herrlichkeit es ist. Unklar ist dennoch, ob das Zeichen der Sohn selbst oder etwas anderes ist. Wenn es etwas anderes ist, in diesem zweiten Fall ist unklar, ob ein Zeitraum zwischen Zeichen und dem Erscheinen des Sohnes liegt. Und sollte ein Zeitraum dazwischen liegen, dann wäre es noch unklar, wie groß dieser Zeitraum wäre, allzu lange wohl nicht. Also Vers 30 gibt Klarheit, lässt uns aber immer noch etwas im Unklaren. Sein Handeln in Vers 31, 29 Vorzeichen, 30 Erscheinen, 31 was er tut, wenn er kommt. Und er wird mit lautem Schall einer Posaune seine Boten senden. Das sind seine Engel. Wir haben im Griechischen kein Wort für Engel. Das Wort, das für Engel gebraucht wird, heißt Bote. Um zu unterscheiden, könnte man übersetzen himmlische Boten und dann andere Boten. Johannes der Täufer ist zum Beispiel ein solcher, im Griechischen steht Angelos, das ist das Wort für Bote. Das deutsche Wort Engel ist das verdeutschte griechische Wort für Bote. Aber wir reservieren es für das Wort Engel, ebenso im Englischen. Das englische Wort für Engel kommt im Griechischen noch näher. Wird aber anders ausgesprochen, leider. Er wird mit lautem Schall einer Posaune seine Boten senden und sie werden seine Erwählten, hier haben wir dieses Wort wohl zum dritten Mal, seine Erwählten aus den vier Winden von Ecke zu Ecke der Himmel versammeln. Die Schar der Christusbotreuen darf also wissen, sie wird bewahrt durch die Not der Zeit hindurchgebracht. Denn Jesus kündet an, sie werden da sein, seine Erwählten werden da sein. Es werden Treue übrig geblieben sein. Nicht alle werden treu geblieben sein, aber viele werden sich durchgebracht, werden es zugelassen haben, sich durchzubringen. Wir haben hier übrigens den dritten Hinweis darauf, dass die biblische Heilsbotschaft bis zur Wiederkunft Jesu weltweite Verbreitung erfährt. Aber wir haben hier auch ein Problem. Sie werden seine Erwählten aus den vier Winden von Ecke zu Ecke der Himmel versammeln. Die Engel werden das tun. Aber Paulus lehrt uns, dass die Entrückung so kommt, dass wir dem Herrn Jesus entgegengerückt werden oder gerafft werden. Allerdings, es muss nicht ein großes Problem sein. Wir nehmen normalerweise an, dass wir gleichsam magnetisch hingezogen werden. Die Schwerkraft wird überwunden und wir schweben gen Himmel. Jesus sagt hier, die Engel sammeln uns. Ja. Wie das geschieht, weiß ich wieder nicht, ob sie uns tragen, vielleicht
weil sie uns tragen. Deshalb wird die Schwerkraft überwunden, dieser Erde. Genau wie die zwei Texte zu vereinen sind, ist nicht ganz leicht zu sagen. Jetzt kommen wir, das wäre jetzt bis zum Ende, wir sind jetzt bis zu Vers 31 gekommen. Und das war der letzte Vers des ersten Teiles der zweiten Endzeitrede, die mit Vers 4 begann, 4 bis 31. Das war der erste Teil. Das heißt, wir haben dort prophetische Aussagen. Dies waren prophetische Aussagen über die Zeit zwischen seiner Zeit, der Zeit der Jünger, und seiner Wiederkunft. Jetzt kommt er zu einem anderen Thema. Jetzt liegt ihm daran, die Seinen vorzubereiten, sodass sie durch die Not der Zeit hindurchkommen und seine Erwählten sind, die er dann zu sich nehmen kann, wann er kommt. Im nächsten, einem sehr langen Abschnitt, geht es um weiser Wachsamkeit, von weiser Wachsamkeit. Und dieser Text erstreckt sich von Kapitel 24, Vers 32 bis zu Kapitel 25, Vers 30. Der letzte Teil ist dann wieder ein kurzer. Wir teilen diesen großen Teil ein in Abschnitte. Der erste Abschnitt erstreckt sich von Vers 37 bis zu Vers 36. Es ist ein kurzer Abschnitt. Unter klein a, Doppelpunkt, besprechen wir Gewissheit und Ungewissheit. Wenn wir von weiser Wachsamkeit sprechen, gilt es, um Gewissheit und auch Ungewissheit zu wissen. Was ist gewiss? Was ist ungewiss? Es gilt, das zu unterscheiden. Römisch 1, klein a, Doppelpunkt, wird unterteilt durch einen neuen Gebrauch der vier Symbole, dieses Mal mit drei Punkten, Doppelpunkt, Punkt. Römisch 1, Doppelpunkt, Punkt. Vier Gewissheiten haben wir in den Versen 32 bis 35. Vier Gewissheiten. Groß A. Zuerst einige angesagte Ereignisse, die die Nähe der Wiederkunft ankündigen. Einige angesagte Ereignisse künden die Nähe der Wiederkunft an. Und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt ihr auch, wenn ihr alles dieses seht, dass es nahe ist, vor den Türen. Wir beachten Folgendes zu diesen Versen. An dieser Stelle ist nicht zu übersehen, dass Jesus den Feigenbaum in offensichtlicher Weise als Bild für das Volk Israel gebraucht. Warum aber nur einen Baum speziell erwähnen, wenn nur das an ihm ein Gleichnis sein soll, das er mit vielen anderen Bäumen gemein hat? Ist es nur der Feigenbaum, der weich wird im Frühling, der Saft kommt und die Blätter kommen und der Sommer ist nah? Ist das der einzige Baum, der so sich zeigt? Nein. Warum spricht er denn nur vom Feigenbaum? Das fällt schon auf. Offenbar ist da ein Sinn dahinter, wenn er diesen Namen nennt.
Und diesen Namen hat er ja in Verbindung mit Israel erwähnt, schon vorher. Tatsächlich jedoch werden von Lukas in Kapitel 21, Vers 29 auch die anderen Bäume erwähnt. Jedoch auch dort erfährt der Feigenbaum noch eine besondere Erwähnung. Das heißt, es geht schon um alle Bäume, die den Sommer ankündigen. Etwas Ähnliches geschieht bei allen. Aber man soll den Feigenbaum noch besonders beobachten. Auch bei Lukas hebt Jesus den Feigenbaum hervor, als ob er gegenüber den anderen Bäumen da stehen würde. Das weist darauf hin, dass das Bild für Israel an diesem Baum hier weitergezogen wird. Wir haben es einige Male in der Heiligen Schrift. Das S in Vers 33, interessant, wenn er alles dieses sieht, dass es nahe ist vor den Türen. Dieses S in Vers 33 bezieht sich auf das Kommen des Menschensohnes. Man könnte vielleicht auch sagen, er ist vor den Türen. Und somit auf seine Königsherrschaft. Seine Königsherrschaft ist nahe. Warum aber steht Ende Vers 33 das Wort Türen in der Mehrzahl? Nun, ich weiß nicht, ob das von großer Wichtigkeit ist, aber möglicherweise spricht es davon, dass die Gemeinde eine weite Verbreitung erfährt. Es ist nicht nur eine Gemeinde, vor ihrer Tür steht der Herr Jesus, sondern überall, wo sie sich befindet, steht der Herr Jesus vor ihren Türen, das heißt vor den Türen der Gemeinde, um sie abzuholen. Es könnte von der weiten Verbreitung der Gemeinde Jesus sprechen. Vielleicht steht es gar nicht in der Mehrzahl bei Ihnen. Stimmt das? In der Einzahl? Ja. Es ist schön, wenn der Übersetzer Probleme schon vorweg einfach wegwischt. Nicht? Hat man keine Probleme. Ich übersetze so, dass manchmal der Leser auch noch Probleme hat, die auch noch etwas zu tun hat. Weiter, Vers 34. Ein gewisses Geschlecht, sagt Jesus, überdauert die Ereignisse. Ein gewisses Geschlecht überdauert die Ereignisse. Wahrlich, ich sage euch, Vers 34, auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergangen sein, bis dieses alles geschehen sein wird. Zuerst etwas über den erwähnten Zeitpunkt. Dieses alles geschehen sein wird. Wann wird alles geschehen sein? Bis wann verschwindet dieses Geschlecht, was immer das ist, nicht? Was ist das für ein Zeitpunkt? Nun, das Letztgenannte, das er eben genannt hatte, war das, das mit seiner Wiederkunft zusammenhing. Wenn er darauf Bezug nimmt, dann würde er sich auf die Wiederkunft beziehen. Bis er wiederkäme, würde in Anführungsstrichen dieses Geschlecht noch nicht vergangen sein. Das liegt am nächsten. In diesem Satz kommt noch etwas weiteres vor, das uns unsere Aufmerksamkeit verlangt. Die Bekräftigung. Und zwar haben wir in diesem kurzen Satz eine dreifache Bekräftigung. Offenbar ist das für Jesus etwas höchst Wichtiges. Das kommt nicht jedes Mal vor. Erste Bekräftigung, wahrlich. Er beginnt nicht jeden Satz so. Wenn er etwas wirklich mit Nachdruck sagen will, dann kann er dieses Wort wahrlich gebrauchen, manchmal sogar zweimal.
Und das eigentlich mit dem aramäischen Wort Amen, was wir mit Amen übersetzen. Amen, Amen, das heißt wahrlich, wahrlich. Wir merken uns also diese Bekräftigung, wahrlich. Und dann, wenn er dann sagt, auf ich sage euch, beginnt er den Satz, den er ausspricht, wieder mit einer Bekräftigung. Auf keinen Fall, ume, auf keinen Fall, nein, nein. Und Vers 35 schließt Vers 34 ein, wo es heißt, meine Worte werden nicht vergehen. Auch dort eine Bekräftigung, also nicht drei in diesem einen Satz, sondern in diesem Zusammenhang eine dreifache Bekräftigung. Vers 35, wenn es dort heißt, meine Worte werden nicht vergehen, bezieht sich das ebenfalls auf Vers 34. Also dreimal will er, dass wir uns dieses merken. Wozu soll diese Bekräftigung dienen? Was bezweckt sie? Mit dem Ausdruck diesem Geschlecht ist uns offenbar eine Art Begleitzeichen durch die ganze Zeit gegeben. Scheinbar will Jesus auf etwas aufmerksam machen. Er hat von Zeichen gesprochen, die aber sehr vage sind. Und er hat gesagt, dann kommt der Menschensohn. Aber wenn er kommt, wird dieses Geschlecht nicht vergangen sein. Es gibt ein Geschlecht, das offenbar durch die Zeiten hindurch da ist und das man beobachten kann wie einen Feigenbaum. Das soll man. Was wird über dieses Geschlecht gesagt? Welches ist mit ihm gemeint? Unwahrscheinlich ist die Bedeutung Generation. Manche übersetzen so und wollen es auch so deuten. Es ist zu weit hergeholt, mit Erscheinen der Blätter am Feigenbaum eine zeitliche Generation beginnen zu lassen. Wenn der Feigenbaum Blätter schießt, hervorkommen lässt, von da bis Jesu kommen, eine Generation, 30, 40, 50 Jahre, wie lang ist eine Generation? 25 Jahre oder 100 Jahre, je nachdem, ist auch vage, aber auch wenn es 100 Jahre sein soll, warum dieser Zeitabschnitt und diese? Es ist etwas unwahrscheinlich, von einer Generation zu sprechen. Ich weiß, dass sehr viele Ausleger das tun, aber ich darf euch vielleicht sagen, dass ich ein bisschen im Krieg stehe, auf Kriegsfuß mit manchen Auslegern. Ich finde sie zu oberflächlich. Ich bin auch nicht gründlich genug, aber ich versuche wenigstens, die Fehler anderer nicht wieder zu begehen. Man darf ja von ihnen lernen. Man darf ja den anderen über die Schulter gucken und ihre Fehler vermeiden. Und manche Fehler sind zu offensichtlich, um sie nicht zu vermeiden. Also diese Auslegung, was halte ich nicht für eine Auslegung. Bedenken wir auch, dass Jesus sagte, das Geschlecht werde nicht vergangen sein, bis dieses alles geschehen. Und dieses alles begann zu geschehen mit der Zeit der Jünger Jesu. Also was er dort besprochen hatte, war nicht nur das Kommen Jesu, sondern schon hatte er vieles andere besprochen. Und dieses alles, wenn er Bezug auf alles nimmt, ich weiß nicht, auf was er Bezug nimmt, das ist eine sehr lange Zeit, mehr als eine Generation. Im Alten Testament wird dieses Wort ebenfalls gebraucht, aber auch im anderen Sinne. Zum Beispiel kann dort die Rede sein vom Geschlecht der Gerechten. Und da hebt sich die Frage, bezieht sich Jesus etwa auf seine Jünger als Geschlecht der Gerechten? Wenn er sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergangen sein, meint er seine Jünger? Nun, das wäre eine Möglichkeit,
Diese werden nämlich nicht vergangen sein, bis er wiederkommt. Von ihnen spricht er in dieser Rede aber eigentlich nicht in der dritten Person, sondern in der zweiten Person. Was ist die zweite Person? Kennt ihr die deutsche Grammatik? Was ist die erste Person Einzahl? Erste Person Mehrzahl? Entschuldigung, die schulmäßige Wiederholung, aber ich wollte doch kontrollieren. Und die zweite Person Einzahl? Die zweite Person Mehrzahl? Die dritte Person Einzahl? Und Mehrzahl Sie, ja. Gut, jetzt sind wir im Klaren. Jetzt verstehen wir uns. Von den Jüngern spricht Jesus in dieser Rede eigentlich nicht in der dritten Person, aber Geschlecht der Gerechten oder dieses Geschlecht ist dritte Person. Von etwas anderem spricht er. Es ist also von daher eher dann unwahrscheinlich. Auch wird die Gemeinde nicht mit diesem Ausdruck bezeichnet, obwohl das nicht maßgebend ist. Dieses Geschlecht. Unwahrscheinlich scheint mir nicht die Auffassung zu sein, das Volk Israel, in dessen Mitte er und seine Jünger zur Zeit dieser Rede leben. Er lebt unter dem Volk Israel, seine Jünger mit ihm in diesem Volk. Dieses Geschlecht, das jetzt da ist, diese Menschen, dieses Volk, ja, dieses Geschlecht. Einige tun diese Vorstellung von Israel mit einer Handbewegung ab. Andere, ältere wie neuere Ausleger, vertreten die Ansicht oder ziehen sie wenigstens in Betracht. Wahrscheinlicher wird es meines Erachtens, wenn wir Folgendes bedenken, also folgende Argumente für die Deutung bzw. die Auffassung, dass dieses Geschlecht das Volk Israel meint. Wenn jemand bessere Argumente für etwas anderes bringt, bin ich durchaus offen dafür. Ich kämpfe nicht auf Leben und Tod um diese Meinung. Ich halte auch nicht besonders viel von meiner Meinung. Aber wenn ich sie für richtig halte, dann weil sie richtig ist. Das Feigenbaumbild, das ist der eine Grund. Das Feigenbaumbild. In Vers 32 heißt es, von dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Warum gerade vom Feigenbaum sprechen, einem Baum unter allen Bäumen, wenn nur an diesem Feigenbaum ein Gleichnis sein soll, was er mit allen anderen Bäumen gemeinsam hat, wie schon vorhin gesagt? Wird nur der Feigenbaum im Frühling weich? Treibt nur der Feigenbaum Blätter? Wenn das also ein Zeichen sein soll, dass der Frühling da ist und bald der Sommer, warum nennt er dann nur den Feigenbaum? Warum sagt er nicht, wenn ihr einen Baum seht, der Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist? Tatsächlich stehen auch in Lukas, ist von dort die anderen, von anderen Bäumen die Rede, wie schon gesagt, aber auch bei Lukas. Trotz dessen, dass er die anderen Bäume erwähnt, erfährt der Feigenbaum immer noch eine spezielle Erwähnung. Die Frage bleibt also, warum der Feigenbaum speziell erwähnt wird. An dieser Stelle ist nicht zu übersehen, dass Jesus bereits zweimal den Feigenbaum in offensichtlicher Weise als ein Bild vom Volk Israel gebraucht hatte, sodass dieses Beispiel im Ohr der Jünger immer noch widerhallen konnte. In Lukas 13
haben wir den ersten Fall. 3 Jahre bin ich gekommen, heißt es, und habe Frucht gesucht an diesem Baum. Hau ihn ab. Und dann die bekannte Bitte, lass ihn noch ein Jahr. Kennt ihr die Geschichte oder das Gleichnis? Ja. Ein Feigenbaum, oh, ihr könnt es aufschlagen, Lukas Kapitel 13, dann habt ihr es vor Augen. Ein wichtiger Text. Es kamen aber zur selben Zeit etliche herbei, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte, etwas Schreckliches. Und er antwortete und sagte zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle anderen Galiläer Sünder gewesen seien, weil sie solches erlitten haben? Sterben nur Sünder auf so eine solche Weise? Nein, sage ich euch. Das ist eine Warnung. Wenn ihr nicht Buße tut, eine Sinnesänderung vornehmt, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, welche der Turm in Siloa fiel auf sie und sie erschlug und so weiter. Vers 6. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sagte er zu dem Gärtner, sieh, ich komme nun schon 3 Jahre und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Was hindert er den Boden? Also, und der Weingärtner sagt, lass ihn noch ein Jahr. Jenny, ein junger Mann, der noch bevor er starb, er war ein Kranker, aber ein sehr fähiger, begabter, der hat eine ganz neue Evangelienharmonie geschrieben. Sie wird genannt die Evangelien in Stereo, gleichzeitig 4. Es ist eine neue Art, die Evangelien zu harmonisieren. Und ich habe mit dem Theologieprofessor gesprochen, der das Vorwort zu seinem Buch schrieb. Und er sagte, er wäre immer noch der Meinung von Chenny. Chenny kam in seiner Harmonie der Evangelien zu der Überzeugung, dass Jesus tatsächlich 4 Jahre in Israel gewirkt hätte. Und dass er dieses Bild hier in Lukas 13 nach 3 Jahren der Wirksamkeit gebrauchte. Dem Feigenbaum, so wie Israel, wurden noch 1 Jahr Gelegenheit gegeben, Frucht zu bringen. Israel, so wie der Feigenbaum, so wie dem Feigenbaum, wurde Gelegenheit gegeben, noch 1 Jahr. Wurde der Baum nach 1 Jahr umgekippt? Das ist die Frage. Wurde er umgekippt oder nicht? Hat er Frucht getragen? Wurde das Volk aus dem Landgut Gottes entfernt? Was nach 1 Jahr mit dem Baum der Geschichte Jesu, in der Geschichte Jesu geschah, wissen wir nicht. Was jedoch um diesen Zeitpunkt, nach 1 Jahr also, an einem Baum geschah, das wissen wir wohl. Einer stirbt für andere. Ja. In Johannes 11 berichtet der Apostel, dass Kaiaphas als Hohepriester eine Prophetie getan hätte. Nämlich, es sei besser, dass ein Mann für das Volk sterbe, als dass die Römer kämen und das ganze Volk zerstörten. Und schon vor seiner Geburt hieß es von Jesus, er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Jesus stirbt anstelle des Feigenbaums Israel. Das Volk wird in ihn gerichtet. Nach 1 Jahr hat es immer noch nicht Frucht getragen, aber es wird nicht gerichtet.
er, der Gärtner, an ihrer Stelle, an seiner Stelle. Ein Jahr nachdem Jesus diese Geschichte vom Feigenbaum im Weingarten erzählte, waren Jesus und seine Jünger am Montagmorgen nach dem feierlichen Einzug in Jerusalem unterwegs, von Bethanien nach Jerusalem. Jesus hatte Hunger. Nun trieben im Frühjahr die Feigenbäume in Israel kleine Feigen, die nicht reif wurden, sondern einfach wieder abfielen. Man griff aber nach ihnen und hatte einen frühen Genuss daran. Doch hier war ein Feigenbaum, der zwar anzeigte, er hätte schon solche Mini-Feigen, aber als man näher kam, waren sie nicht vorhanden. Der Baum hat gelogen. Der Feigenbaum täuschte Frucht vor. Nun hatte der Feigenbaum selbst ja keine Schuld daran. Paulus sagt, die Kreatur kennt diese Schuld nicht. Aber Jesus macht aus dem Baum ein Gleichnis. Ähnlich wie im Jahr zuvor, als er die Geschichte von Lukas 13 erzählte, sucht Jesus Frucht und sie ist nicht da. Und so spricht er über den Baum einen Fluch aus. Das heißt, er kündigt ihm den Tod an. Am nächsten Morgen, Dienstag, gehen sie denselben Weg und die Jünger verwundern sich, weil der entsprechende Baum bereits verstorben ist. Das macht auf sie einen tiefen Eindruck. Wenn nun die Ölbergrede noch am selben Abend gehalten wurde, können wir uns wohl vorstellen, was die Jünger dachten, als er sagte, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Die dürfte nicht nur an die Gattung Feigenbaum gedacht haben, sondern an einen ganz bestimmten Feigenbaum, der Frucht vortäuschte am Morgen oder am vorigen Tag. In diesem Licht lesen wir noch einmal die Verse 32 bis 34. Von dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, die Blätter sind da und die waren ja an diesem Baum da, ja? Erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist, so erkennt ihr auch, wenn ihr alles dieses seht, dass es nahe ist, vor den Türen. Wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergangen sein, an dem ihr solches erkennen könnt, können wir hinzufügen, bis dieses alles geschehen sein wird. Ihr dürft diesen Baum beobachten in seiner Entwicklung. Dazu noch einige Parallelstellen, die vom Bleiben Israels sprechen, aus dem Alten Testament. Jeremia 31, Verse 35 und 36. So spricht Jahwe, der die Sonne gemacht hat zum Licht bei Tage und die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht bei Nacht, der das Meer aufregt, dass seine Wogen brausen. Jahwe der Heere ist sein Name. Wenn diese Ordnungen von mir weichen, sagt Jahwe, so soll auch der Same Israels aufhören, alle Tage ein Volk vor mir zu sein. Ähnliche Aussage, nicht wahr? Ähnliche Ausspruch. Arnold Fruchtenbaum hat einen Vortrag, den er hält, wie man das Volk Israel zerstören kann. Interessantes Thema. Diese Frage stellt er an den Anfang, aber die Antwort lässt er, auf sie lässt er warten, bis er fertig ist. Und die Antwort lautet, man zerstöre Sonne, Mond und Sterne. Und dann geht's. Dann kann man das Volk Israel zerstören. Wenn man das tun kann, dann kann man auch dies tun. Aber bevor man das tun kann, kann man dies nicht tun.
Jesaja 66, Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich schaffe, vor mir bestehen, sagt Jahwe, so wird euer Same und euer Name bestehen. Neues Testament. Matthäus 23, Vers 39. Was steht dort geschrieben? Ich sage euch, auf keinen Fall werdet ihr mich hinfort sehen, bis ihr sagt, gepriesen sei der da kommt. Bedenken wir dazu noch einmal diese letzten Worte. Diese wurden bevor gesprochen, bevor er den Tempel zum letzten Mal hinter sich ließ. Ich sage euch, auf keinen Fall werdet ihr mich hinfort sehen, bis ihr sagt, gepriesen sei der da kommt, im Namen des Herrn. Mit unmissverständlicher Deutlichkeit sagt Jesus an, dass dieses Volk Israel, das er von dessen Heiligtum aus anspricht, nicht vergehen wird, bis er wiederkommt. Gott denkt also weiterhin an Israel. Er hat zwar das Recht, es zu verfluchen, wie er das Recht hatte, den Baum zu verfluchen. Er hat aber auch ein Recht, es wieder lebendig zu machen. Römer 11. Es bleibt aber noch die Frage, warum sollte es dem Herrn in Matthäus 24, Vers 34 so wichtig sein, das Verbleiben Israels derart zu betonen? Und diese Frage wollen wir bis nach der Pause aufheben. Warum sollte es dem Herrn in Matthäus 24, Vers 34 in Israels derart zu betonen? Dieses Volk hat von Gott eine von Gott verordnete Aufgabe. Gehen wir zurück in die Geschichte zu 1. Mose 12. Gott ruft Abraham. Da fängt es an. Gott ruft ihn und sagt, durch deinen Samen werden alle Völker gesegnet werden. Es ist der Plan Gottes nach Johannes 4, nach dem Wort, das Jesus der Samariterin sagt, das Heil aus dem Judenvolk kommen zu lassen. Es kommt nicht von den Heiden oder von den Samaritern. Im Galaterbrief macht Paulus deutlich, dass sich dieses durch den Engpass einer Person erfüllt, Christus. In Christus, dem Messias, werden alle Völker durch dieses Volk gesegnet. Doch auch wenn Israel der Welt den Messias bereits gegeben hat, so bleibt offenbar immer noch eine Aufgabe, die es zu erfüllen hat. Gottes Plan war es, das Heil der Welt aus Israel hervorzubringen, und das soll offenbar noch lange so bleiben. Die erste Gemeinde kam aus Israel. Das Evangelium wurde durch diese Gemeinde in alle Welt getragen. An dieser Stelle tritt aber ein sonderbares Phänomen auf. Nachdem viele in Israel die gute Messiasbotschaft angenommen haben und selbst zu ihren Boten geworden sind, setzt sich die Haltung des Volkes, als es seinen Messias dem Tode auslieferte, in der allmählichen Ablehnung der Gnadenbotschaft durch. Somit ist die zuvorige Ankündigung vom Fall Jerusalems und des Volkes besiegelt. Das heißt, es genügt nicht, dass sie den Messias abgelehnt haben. In der Folge lehnen sie die Botschaft vom Kreuz ab. Und das besiegelt ihr Unheil. Sodass 70 nach Christus das Volk untergeht. Das Versagen Israels wird aber auf diese Weise zum Segen der Welt, indem sich der Schwerpunkt der Evangelisation
sich auf die aus den Völkern verlagert. Und dennoch hat das Volk als solches noch eine Zukunft. Römer 11 zeigt uns das. Wenn der Fall dieses Volkes zum Segen der anderen Völker geworden ist, wie viel mehr ihre Annahme? Wie viel mehr, argumentiert Paulus, wird nicht die Auferweckung Israels dann zum Segen der Welt werden? Also ist auch er der Überzeugung, dass das Volk bleibt, weil es von Gott her noch eine Aufgabe hat. Und deshalb wird es auch nicht vergehen. Gott hat angefangen mit Israel und keiner kann es zerstören, bis der Messias wiederkommt. Amalek kann es nicht tun, 2. Mose 17. Hätte Amalek damals Israel zerstören können, wäre die Verheißung Gottes vereitelt worden. Der Messias, in 1. Mose 3, 15 verheißen, hätte nicht kommen können. Aber Gott schickt einen betenden Mose auf den Berg und führt einen wunderbaren Sieg herbei. Israel bleibt am Leben. Und es wird immer wieder versucht, Israel zu zerstören. Vom einen oder vom anderen. Auch später im Buche Esther, wie wir diese Tage hörten, will Haman mit aller Gewalt Israel ausrotten. Gott gebraucht aber einen Mardochai, zusammen mit der Esther, um auf wunderbare Weise das Volk zu retten. Und so rettet Gott wiederum seine Verheißung. Herodes will den Messias wegräumen. Es geht nicht. Gott bewahrt den, der Israels Platz einnehmen soll. Man tötet ihn später. Aber das gerade ist der Plan Gottes, dass durch diesen Tod das Heil der Welt aus Israel kommt. Seitdem haben es unzählige unternommen, dieses erwählte Volk verschwinden zu lassen. Aber, wie Mark Twain es so treffend sagte, der Jude steht am Grabe aller seiner Verfolger. Die sterben zuerst. Deshalb kann es auch zur Zeit des Antichristus, ich habe mich abgekürzt. Deshalb kann es auch zur Zeit des Antichristus eine Gemeinde in Judäa geben, von der Jesus in Matthäus 24 spricht. Das Volk Israel wird bleiben, bis dieses alles geschehen ist, bis zur Wiederkunft des Messias. Ja, auch nach der Entrückung, wenn der Herr auf den Ölberg und für noch 1000 weitere Jahre in seinem Lande wohnen darf, eben bis Himmel und Erde vergehen, wie Jesaja sagte. Das ist also eine Gewissheit, von der Jesus spricht, und wir haben uns etwas Zeit genommen, sie zu besprechen. Dieses Geschlecht vergeht nicht. Das ist eine Gewissheit. Eine dritte Gewissheit erwähnt Jesus in den Versen 32 bis 36. Himmel und Erde sind vergänglich. Das ist eine Gewissheit. Vers 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Nicht heißt es, wenn Himmel und Erde vergehen, werden meine Worte nicht vergehen. Sondern Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie werden vergehen und mit ihnen werden alle, die am Sichtbaren hängen bleiben, vergehen, auch in Israel. Daher sagt Paulus, wir sehen nicht auf das, das sichtbar ist, sondern auf das, das unsichtbar ist. Wo steht das geschrieben? Ende Kapitel 4 des 2. Korintherbriefes, 17 und 18. Wir sehen nicht auf das, das sichtbar ist, sondern auf das, das unsichtbar ist.
Es geziemt sich Jüngern Jesu nicht, in dieser Welt sich so einzurichten und so zu leben, als wäre sie, diese Welt, ihre Heimat. Unser Herr lehrt uns hier in diesem Wort, in Matthäus 24, mit der Vergänglichkeit zu rechnen, mit der Vergänglichkeit unserer Umwelt und im Licht der Ewigkeit zu leben. Auch dieses Wort wollen wir beherzigen. Petrus erinnert uns daran, wenn er sagt, ab Vers 1 in 1. Petrus 4, da also Christus am Fleisch für uns litt, rüstet auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung. Warum? Um die noch verbleibende Zeit im Fleische zu leben, dem Willen Gottes. Denn genug ist uns die vergangene Zeit, den Willen derer, die von den Völkern sind, ausgeführt zu haben. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Habt also einen gesunden Sinn mit Züchtigkeit und seid nüchtern für die Gebete. Wegen der Vergänglichkeit sollen wir auf das ewig Wertvolle Acht geben, das Bleibende, und mit diesem bleibenden Gott in Verbindung bleiben im Gebet und nicht unser Herz hängen an das Vergängliche. Jesu Worte bleiben am Ende und in alle Ewigkeit als wahrhaftig. Das ist auch eine Gewissheit. Jesu Worte bleiben am Ende und in alle Ewigkeit als wahrhaftig. Vers 35, Mitte. Aber meine Worte werden gar nicht, auf keinen Fall, also vergehen. Nachdem Himmel und Erde vergangen sind, stehen Jesu Worte im Raum. Und jetzt ist die Aufmerksamkeit in besonderer Weise auf die in seiner Rede gelenkt, als solche, die sich als richtig erwiesen haben. Was er in dieser Rede sagt, ist wahrhaftig und wird bleiben. Hiermit will Jesus die Seinen zu besonderer Wachsamkeit anhalten. Er sagt dieses, um sie zu weiser Wachsamkeit anzuleiten. Anzuhalten. Wir merken auch, dass es das Wort Heiliger Schrift ist, das uns, wenn wir im Vertrauen daran festhalten, durchbringen soll. Darauf wird starkes Gewicht gelegt. Meine Worte, die aufgezeichnet worden sind, ja, die werden ja aufgezeichnet worden, das Wort Heiliger Schrift. Vor wem werden Jesu Worte, die im Grunde die ganze Heilige Schrift einschließen, nach Vergehen Himmels und der Erde sich als richtig erweisen? Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, also sie sind vergangen. Meine Worte werden nicht vergehen, sie bleiben wahrhaftig. Meine Worte werden sich erfüllen. Wäre es dann noch übrig? Wenn Himmel und Erde vergehen, was hat das für einen Sinn, dass Jesu Worte dann noch im Raum sind? Wie? Die nicht sterben. Ja. Kein Mensch vergeht. Kein Engel vergeht. Kein Geist vergeht. Das Materielle vergeht. Im Himmelsraum, auf diesem Planeten, aber die Verstorbenen bleiben. Gott bleibt in seiner Dreieinigkeit. Die Engel bleiben. Die bösen Engel bleiben. Und vor allen diesen Wesen, die in Ewigkeit da sind, bleiben Jesu Worte als wahrhaftig. Hier ist der Beweis dann dafür letztlich.
Alle Menschen können sehen, was Jesus sagte, war richtig. Jetzt stellen wir dieses einmal, oder jetzt kommen wir zurück, nehmen wir an zum Arbeitsplatz, wo die Menschen von Jesus spotten oder in der Schule. Stellt euch vor, was muss das eines Tages für ein Erwachen geben? Ja? Jetzt wird Jesus für nichts geachtet, für nichts. Wie in Jesaja 53, wir haben ihn für nichts geachtet. Und eines Tages wird dieser, den sie für nichts geachtet haben, als der König des Universums vor ihnen stehen, als Richter der Welt. Und seine Worte, die sie heute verabscheuen, die Heilige Schrift ist doch das Letzte. Ja? Man kommt mit dem Wort Bibel, es ist die höchste Selbstverständlichkeit, dass sie nicht taugt. Sie widerspricht sich. Sie ist sinnlos. Das ist die Haltung, die man der Bibel entgegenbringt. Das ist die Frucht der rationalistischen Theologie. Aber wir sollen Zeugen sein der Wahrhaftigkeit Jesu. Und Jesus sagt dieses seinen Jüngern, nehmt dieses mit. Ich habe es euch im Voraus gesagt. Himmel und Erde werden vergehen und Menschen werden sterben, aber sie werden auferstehen und sie werden vor dem großen weißen Thron stehen und da werde ich sitzen. Möglicherweise denkt Jesus an die ganze Himmelsschar der Engel und Erlösten und, wenn wir an den weißen Thron denken, an alle Menschen aller Zeiten. Also, seine Worte werden nicht vergehen. Das ist eine Gewissheit. In Vers 36, wir hatten die Verse 32, glaube ich, war es, bis 35, das sind vier Gewissheiten. Und jetzt haben wir noch von Ungewissheit die Rede. Denn das Thema war, 32 bis 36, Gewissheit und Ungewissheit. Die Gewissheiten haben wir besprochen, jetzt noch Ungewissheit. In Vers 36. Über jenen Tag und die Stunde weiß niemand, nicht einmal die Boten der Himmel, nicht einmal die wissen es. Allein mein Vater weiß es. Heute weiß er es wohl auch. Aber damals hat er auf Allwissenheit verzichtet, ganz bewusst. Aber, sagt jemand, das Jahr und den Monat kann man wissen. Nicht den Tag, aber Jahr und Monat. Es ist nur einige Tage her, dass ich einem solchen begegnete. Tatsächlich kam jemand zu mir, vor einigen Tagen, nicht in dieser Woche, und fing etwas ausschweifend an, aber dann kam er zum Thema und er hatte einige Berechnungen angestellt, die Jahre wohl zwischen Schöpfung und Sintflut errechnet. 2003 Jahre, ja, so ungefähr. Und jetzt wusste er, wann Jesus kommen würde, in welchem Jahr. Also so viele Jahre nach Christus, so viele Jahre wie vor der Sintflut, so viele Jahre jetzt bis zur Wiederkunft. Was antworten wir darauf? Auch das ist ein Wissen um Tag und Stunde, wenn man das Jahr zu wissen meint. Das habe ich versucht, diesem jungen Mann deutlich zu machen. Denn jedes Jahr und jeder Monat beginnen mit einem bestimmten Tag und einer bestimmten Stunde und enden mit einem bestimmten Tag und mit einer bestimmten Stunde. Wüsste man also Jahr bzw. Monat, so wüsste man, bis wann der Herr nicht käme und ab wann er kommen könnte. Und wenn man jetzt
dieses Jahr oder diesen Monat durchleben würde, man wüsste nicht wann, in diesem Jahr oder in diesem Monat, aber man wüsste, in diesem geschieht es. Gut, ich sage zu diesem jungen Mann, jetzt kommen Sie im Jahre 2003, nehmen wir einmal an, das war das Jahr, und Sie kommen zum 31. Dezember und Sie sagen, in diesem Jahr kommt der Jesus. Dann wissen Sie, in Anführungsstrichen, dass Jesus heute kommt, dann wissen Sie den Tag. Aber Jesus sagte, das wissen Sie nicht. Folglich können wir auch nicht das Jahr wissen, auch nicht den Monat. Auch der Monat hat einen letzten Tag, egal welcher Monat ist. Nehmen Sie schon den mit 31 Tagen, Dezember. Kommen Sie zum 31., dann wissen Sie den Tag, wenn Sie den Monat wissen. Also Jesus weiß schon, wie zu rechnen. Und er weiß auch, wie uns zu belehren. Es bleibt dabei. Auch solche Zeitpunkte kann man nicht errechnen, auch nicht mit Margot. Sollte die Unwissenheit Jesu ein Hindernis sein, an seine Allwissenheit und so an seine Gottheit zu glauben, so sei geantwortet, keine der Eigenschaften, die zur Gottheit Gottes gehören, wurden bei der Menschwerdung auf die Seite gelegt. Der Sohn Gottes hat sie aber gleichsam schlafen gelegt, als er auf die Welt kam, konnte sie aber zu gegebener Zeit wecken, seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Mit seiner Verherrlichung sitzt er nun wieder in voller Herrlichkeit zur Rechten der Majestät. Und wir dürfen sagen, heute weiß er, wann er wiederkommt. Aber in der Zeit der Erniedrigung verzichtete er bewusst auf dieses Wissen und konnte ehrlich sagen, der Vater weiß es, nur der Vater. Ab Vers 37, Kapitel 24, Vers 37, haben wir Aufforderungen zu weiser Wachsamkeit. Dieser ganze Abschnitt, 24, 32 bis 25, 30, ist ein großer Abschnitt. Wir haben den ersten Teil dieses großen Teiles betrachtet, ein relativ kurzer. Der Rest dieses Teiles, Klein b, besteht aus Aufforderungen zu weiser Wachsamkeit. Und zwar geschieht dieses anhand von sechs Vergleichen. Anhand von sechs Vergleichen. Wir beginnen, wir reißen diesen Abschnitt an mit dem Hinweis auf Noah, aber werden dann irgendwo bald abschließen für heute Nachmittag. Erstens also ein Vergleich mit den Zeiten Noahs. Vers 37 bis 39. So wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen heiraten und verheiraten? Bitte? Ja. Aber noch, es geht noch weiter. Wer heiratet und wer wird verheiratet? Heute haben wir den Unterschied nicht mehr, nein. Aber in der biblischen Zeit hatte man diesen Unterschied. Männer heirateten eine Frau. Frauen wurden verheiratet mit einem Mann. Ja. Nicht notwendigerweise ohne ihren Willen. Das nicht so. Aber doch geschah das auf diese Weise. Deshalb drückt sich Jesus so aus. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging
Und sie kannten es nicht, bis die Flut kam und alle wegnahm. So wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Wir merken uns Folgendes, einmal die Bedeutung des Vergleiches, Vers 37, so wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Wir werden hier zum Wort geführt. Das heißt, die Geschichte Noahs steht in der Bibel. Und Jesus weist hin auf diese Geschichte in der Bibel. Er führt zum Wort. Zwei Rettungen werden angedeutet. Noah wird gerettet und in den Tagen des Menschensohnes werden Menschen gerettet. Zwei Gerichte werden einander gegenübergestellt. Das Gericht zur Zeit Noahs, das Gericht zur Zeit des Menschensohnes. Zwei Menschengeschlechter werden einander gleichgestellt. Das Geschlecht zur Zeit Noahs, das Geschlecht zur Zeit des Menschensohnes. Zweierlei Ungleiches wird verglichen in diesen Versen, in diesem Vers. Zweierlei Ungleiches, so wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein.